aufgrund der besonderen Zusammensetzung des Tefriger Heilwassers eignet es sich für spezielle Indikationen. Hier sind zu erwähnen rheumatisch-orthopädische Erkrankungen, dermatologische Erkrankungen, im Speziellen die Schuppenflechte und Neurodermitis, ferner auch noch akute und chronische Erkrankungen der Atemwege und Nasennebenhöhlen. Nicht zu vergessen natürlich der ausgeprägt starke rubberierende Effekt des Tefriger Heilwassers. Auch akute und chronische Entzündungen der unteren und oberen Atemwege lassen sich mit dem Heilwasser sehr gut behandeln. Auch in den Bronchien kommt es bei entsprechenden Infekten zu einer sehr, sehr starken Schleimbildung. Mit dem Tefriger Heilwasser kann man dem sehr, sehr gut entgegenwirken. 2-3 Mal täglich 15 Minuten mit dem unverdünnten Tefriger Heilwasser inhalieren, führt zu einer sehr, sehr starken Sekretolyse, also zu einer starken Schleimlösung. Man kann sehr, sehr viel abhusten, die Atemwege werden sehr schnell wieder frei und man kann wunderbar wieder durchatmen.